und auch einfach nur die Tür zu machen. Oh, da sind sie alle wieder erwachsen geworden. Dann lassen wir sie mal wieder zu Kindern werden. Treibt es wie die Garnickel. Ah, in Russland hatte man das aber anders gesehen, ja. So, komm, Wuffi, geh du da mal weg. Ja, ja, klein Wuffi, ist ja okay, klein Wuffi. So, du stehst mal auf und zack. So, aufstehen. Los. Ach, du sollst auch aufstehen. Ja, so ist es richtig. Treibt er da. Juhu. Genau, bleib mal drauf sitzen. Komm, ist sonst, muss ich eh nicht ran. So. Eigentlich müssen wir uns... Ach komm, den Kleinen, den schiebe ich mal zum Bett ran. Oh ja, armer kleiner Wuffi. So, der schläft immer am Kopfende. Zack. Jetzt gucken sie uns alle an. Ich fühle mich so ein bisschen beobachtet. Scratch My Back, John Jett and the Blackhearts. Das ist ein Soundtrack. Also irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass entweder Broken Arrow, Risen oder Gothic 3 kommt. Warum bloß? Vielleicht, weil das fast meine gesamte Playlist ist? Nee, das ist zu unwahrscheinlich. Ich frage mich bloß, warum da noch so ein paar Pseudokram drin ist. Egal. Hallo, Wuffi. Ja, irgendwas brauchen wir doch jetzt noch. Welcome to Verand. Ach ja, ich wollte ja Scheiben machen. Für Scheiben brauche ich Glas, für Glas brauche ich Sand. Und Sand hat sich... Oh, haben wir doch so viel. Das würde sogar reichen. Dafür lohnt es sich nicht, den Ofen anzuschmeißen. So, Buffy 3 Soundtrack, Kai Rosenkranz, bla bla bla, kennt ihr alle. Hier bräuchten wir wirklich mal so eine schöne Mine. Irgendwo müssen wir doch hier eine Büste finden. So, yes, sir. Boah, ist das wieder anstrengend. Hier ist kein Problem, einmal springen und festhalten. So, das sieht ja ganz gut in einer Wüste aus. Da unten haben wir unser Lucky Bamboo. So ein altes Bambusding habe ich mir hier auch ins Zimmer gestellt, muss ich immer so sagen. Oh ja, ich habe mir Bambus ins Zimmer gestellt. Und ja, ich habe da einen Wasserblock neben, damit das immer gut wächst. Das wächst auch wirklich gut. Das waren nur solche kleinen Teile. So, jetzt sind wir wieder über unserem Gedöns und jetzt haben wir immer noch kein Holz gefunden. Kein Sand. Autsch. Aber wir haben ja unsere Rüstung. Dafür ist die ja da. Wo kommen... Ach, Mist. So. Zack. Oh, da ist noch ein altes Skelett. Ja, dann machen wir das mal fertig. Wie es einfach aus dem Kopf heraus, also aus der hinteren Schädelpartie Ach, egal. Doch, ich sag's doch, aus der hinteren Schädelpartie den Pfeil abgefeuert hat. So nach dem Motto, wenn ich den im Kopf hatte, dann hast du den jetzt auch im Kopf. Du alter Arschkopf. So, hier können wir uns ein bisschen Sand mitnehmen. Das sieht auch sehr, sehr stark danach aus. Was ich, glaube ich, aber sehr viel lieber machen könnte, ist... Oh, hier haben wir einen schönen Strand, den könnten wir uns mal abbauen. So, ich muss mir irgendwie merken, wo das war. Ach, ich weiß, wo das ist. Aber ich glaube, ich werde dann doch trotzdem einmal... Und yes, sir! Jappa! Alle ab und oppi und... Ach, da hinten haben wir das, dann stelle ich mir hier... So ein Ding mit einer Fackel auf. Dann können wir auch hier unten wunderschön Sand abbauen, ohne dass es irgendeine Sau interessiert. Mich interessiert das aber, du kannst doch die Umwelt nicht verschandeln. Ja, ja.
Aber ich dachte mir wirklich, dass wir diesen Ort eher so als Rohstofffarm benutzen, dass wir da hinten unsere Kolonie nicht verschandeln müssen. 10 Minuten habe ich noch. Also ich habe jetzt gerade 49:20. Das heißt, auch diese Folge neigt sich entweder direkt am Anfang oder schon gegen dem Ende. Geht dem Ende hinzu. Naja, auf jeden Fall, vielleicht könnte ich ja einfach das Portal gießen. Also Portal. Let's play Portal. Boah, da hatte ich eigentlich auch mal noch was geplant mit einem Kumpel, dass wir dann schön in Portal 2. Kann ich keinen Sand mehr mitnehmen? Mist, das schmeiß ich denn jetzt weg. So ein altes Glubschauge brauchen wir nicht. Höchstens die Ender-Glubschaugen. Naja, ich weiß gar nicht, wie man das fermentierte Glubschauge kriegt. Das ist mir ein Rätsel. Ich könnte natürlich auch zu dem Gammelpack, könnte ich mal auch einen Gegenpart schreiben. Das wäre dann wieder so viel Arbeit. Und die Zeit ist momentan das, was mir am meisten fehlt. Aber ich könnte mir eigentlich mal was dazu überlegen. Schon wieder keinen Inventarplatz mehr. Sag mal. Ach komm, dann packe ich mal die Sprösslinge weg. Oder sind. Nee, Setzling oder Sprösslinge? Irgendwie so habe ich sie genannt. Zack. So, dann haben wir aber auch gleich genug Sand und können unser Eisen abholen. Wir haben ja gerade 264, das ist jetzt Eisen, das ist gar nicht schlecht. Und Kohle haben wir sowieso so ein ganz paar. Kurz die Sachen aufnehmen, dass ich nicht zu viel abbaue. Das wäre ja Verschwendung. 64. Genau. Das müssen wir nur irgendwie wieder zurückfinden, aber wir haben ja unseren schönen Jägersitz, der sagt, da sind wir. Ich hole mal den alten Bogen raus. Ja. Kohle! Kohle. Wir haben Kohle gefunden. Die bringt uns über die Runden. Nur 364er Stacks sind noch daheim. Egal, diese Kohle hier, die muss sein. Kohle, wir haben Kohle. Und kriegen gleich Schaden, wenn wir nicht auftauchen. Und kein. Doch wohl, wir haben noch Inventarplatz für die Kohle. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich jetzt sagen soll für mit dem Wort Kohle. Doch, der Köhler, Mann, der Horstleder, der hat ja auch schon was gerissen. Na komm, tauch auf. Wie kannst du denn da so weit reinschwimmen? Ganz einfach, das ist auch ein Smart Moving. Ich kann gleich mal. So, komm, schmeiß mal ein bisschen. So ein altes. So ein Faden brauchen wir nicht. So, ich kann mal ganz kurz hier. Deswegen kann ich so weit eintauchen. Und ich komme hier nicht mehr raus. Boah. Ich sehe nichts mehr. Mensch. Leute. Sag mir doch, dass ich da nichts mehr sehe. So, da unten haben wir ein bisschen Zeugs. Ein Dungeon. Da ist eine Truhe. Eine Truhe. Okay. Wir haben jetzt ein wenig Kohle uns geholt. Da war auch mal wieder ein großer Flöz. Ich dachte schon, da hinten wäre irgendein Viech gewesen, irgendein Ozelot, auch wenn wir nicht im Dschungel sind. Eine alte Dschungelkatze. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ding genannt habe. Ich glaube, ich habe das Ding einfach, weil ich gar nicht wusste, was es war, Stollengrollen genannt. Uah, ich will da nicht runterfallen aufs Feld. Da könnte ich eigentlich mal mein altes Hacklein rausholen. Oh ja, ich hacke Minecraft. Quatsch. Wer muss denn Minecraft schon hacken? Das ist doch vollkommen überflüssig. Hurra! So, dann sind wir ja hier mal wieder und können erstmal unseren alten Krempel abladen. Oh ja. Ist ja schon gut. Dann müssen wir erstmal so ein bisschen Kohle abladen. Kruppstahl können wir eigentlich da auch mal reinpacken.
Ah ja, ich bin gerade noch am Überlegen. Benno nehme ich mit. Nee, das gehört hier gar nicht rein. So. Dann gehört das hier auch noch mit rein. Die Pfeile, ja komm, die Pfeile nehme ich mit. Die Bolzen nehme ich mit. 4 64er Stacks, das heißt 32. Oh, ist das Inventar wieder leer. Haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Eisen? Natürlich haben wir noch ein bisschen Eisen. Das kommt gleich in die andere Truhe, das kommt auch in die andere Truhe, das kommt in die andere Truhe, das und das. Und das und das und das und das und das. Und das und das und das und das. So, 32 Kohle nehmen wir uns ganz schnell mal mit. Das und das. 22 Krupp-Erz, 2 Reingold-Erz. Ja, ja, Hundis, ist ja schon gut. Ah ne, so. Eine Spinne spawnt in unseren Spawnräumen. Dass ich das noch erleben darf. So, hier hatten wir nichts mehr drin. Nee. Gut. So, ach.